Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Vollmond-Orakel in Zeitraum von 4. November 2017 bis 18. November 2017. Vollmond ist natürlich nur am 4. November und dann beginnt die abnehmende Mondphase und es dauert bis 18. November, weil am 18. November 2017 ist Neumond. Aber die Energie, was entsteht im Vollmond am 4. November 2017, natürlich ist es ganz stark und wirkt das in die kommenden Tagen, Wochen bis Neumond und beginnt eine neue Phase. Wie kann ich das erklären? Vollmond, Neumond, abnehmende Mondphase und zunehmende Mondphase. Es ist ganz einfach. Mond hat kein eigenes Licht, sondern die Mond empfängt die Licht von der Sonne. Wenn die beiden Himmelskörper, Sonne und Mond, gegenüberstehen, dann kann die Sonne den Mond voll und ganz beleuchten. Die Scheinbewegung, die Sonne, befindet sich gerade im Tierkreiszeichen Skorpion. Wir sprechen auch über Sonnenbewegung, wobei die Bewegung die Planet Erde macht. Aber ich möchte jetzt nicht in die Tiefe eingehen. Fakt ist, die Sonne bewegt sich im Tierkreiszeichen Skorpion und im Vollmond, wie das am 4. November ist, steht die Mond gegenüber im Tierkreiszeichen Stier. In meinem Tageshoroskop am 4. November 2017 erkläre ich das ganz genau, was das auswirkt. Und Thema ist Liebe, Partnerschaft und Karma. Wenn jemand Interesse hat, mehr darüber erfahren, dann empfehle ich mein Tageshoroskop am 4. November 2017. Aber wir schauen das an bildhaft. Diese Symbolsprache, die Kunst des Kartenlegens. Was sagen die Karten dazu? Auch für diese Vollmond am 4. November. Und was passiert dann nach dem Vollmond bis zum Neumond bis 18. November in diese abnehmende Mondphase? Abnehmende Mondphase bedeutet dann, wenn die Mond entfernt sich von dieser Position gegenüber von die Sonne und nähert zu die Sonne zu, dann kann die Sonne den Mond weniger beleuchten und wir erleben dann als abnehmende Mondphase. Wenn die beiden Himmelskörper sich treffen, astrologisch nennt man das als Konjunktion, das heißt die beiden in gleichen Tierkreiszeichen, in gleichen Gradzahl stehen und das wird dann am 18. November sein, dann sprechen wir von Neumond und weil die Mondbewegung schneller ist als die Sonnenbewegung bzw. die Bewegung der Erde, dann entfernt sich schnell von dieser Position und beginnt die zunehmende Mondphase, weil je weiter die Mond entfernt sich von der Sonne, umso mehr Licht bekommt und wir sehen das und erleben wir dann als zunehmende Mondphase und dann die kommenden Mondmonate entsteht wieder ein Vollmond. Und schauen wir die Karten an. Was sagt diese Symbolsprache, diese Orakel für diesen Zeitraum? Ich wiederhole von 4. bis 18. November 2017. Eine Nachricht, ein Brief, ein Vertrag oder etwas Schriftliches hat eine Bedeutung. Aber das wäre unklug, jetzt schon handeln, sondern wir sollten das verschieben bis zum Wintermonaten.
Das kann eine schriftliche Nachricht sein, ein Vertrag sein oder etwas Schriftliches, ein Dokument. Momentan sind da Hindernisse. Kann auch bedeuten, dass jemand auf einen Brief wartet oder wartet auf einen Vertrag und es kommt erst im Wintermonaten. Auf den Gesprächen sollen wir achten. Kontakte, Gespräche, Kommunikation erscheint diesbezüglich beiden Karten, der Herz, aber auch die Fuchs. Herz würde bedeuten Herzlichkeit, das kommt von Herzen, das kann man vertrauen, kann auch Gespräche handeln über Liebe. Andererseits wirkt aber auch die Fuchs und das würde Lügen bedeuten. Also achten wir auf die Gespräche, auf die Informationen, auf die Kontakte, wo liegt die Wahrheit, was kommt von Herzen und können wir vertrauen und wann haben wir eine Information, was nicht die Wahrheit entspricht, sondern es ist eine Lüge. Die beiden Hauptpersonen, der Mann und die Frau, stehen im Kartenbild direkt nebeneinander. Und es ist sehr angenehm, sehr schön, weil das zeigt auch, wir halten zusammen, wir gehören zusammen, besonders wenn es um Partnerschaft geht. Aber sie schauen in andere Richtung und das sollen wir auch berücksichtigen. Der Mann schaut genau in andere Richtung als die Frau im Kartenbild. Das zeigt auch andere Interesse oder sie schauen sich gerade nicht an. In eine bestehende Partnerschaft wäre wichtig, dass man umdreht und die andere wahrnimmt und Gefühlen, Interesse zeigt oder Vertrauen zeigt. Das Schöne ist dabei, dass sie direkt nebeneinander stehen im Bild. Wenn es um einen Wunschpartner oder Wunschpartnerin handelt, das ist auch wichtig, dass man die anderen bewusst wahrnimmt oder auf anderen zugeht. Also die Richtung ändern. Also das vermittelt auf jeden Fall dieses Bild. Dadurch verbessert sich die Liebe, die Partnerschaft. Die Gedanken, auch bei Mann, aber auch bei die Frau, also auch bei weiblichen, auch bei männlichen Personen, ist so ähnlich. Da erscheint im Gedankenwelt der Berg und der Baum. Entweder kränkt etwas oder sind es gesundheitliche Probleme. Das würde die Symbol, was die Baum bedeutet. Die Berg kann Zeitkarte sein, dass das regelt sich bis Wintermonaten und kommt eine Heilung. Aber wir, der Kartenberg können wir auch deuten, es bedrückt etwas. Und es erscheint in unserem Gedankenwelt. Das kann natürlich auch Ängste sein, dass wir zu viel grübeln, zu viel Sorgen machen und entstehen bergenweise Ängste und wir sollen diesen Gedanken loslassen. Und es ist auch wichtig, gerade nach dem Vollmond, wenn die abnehmende Mondphase beginnt, und es beginnt auch, dass wir von alles verabschieden, was uns bedrückt, dass wir immer weniger Hindernisse haben in unserem Leben, weil das geht immer alles leichter voran. Und die größte Hindernis, und davon bin ich fest überzeugt, sind unsere eigenen Ängste, wenn wir anfangen im Kreis drehen und nur die Sorgen, Probleme sehen oder sehen wollen und dabei entstehen natürlich Ängste. Dann brauchen wir nicht wundern, dass wir keinen Erfolg haben, dass es nichts vorangeht, weil das, was uns dann bremst. Damit sollen wir auch bewusst sein und eignet sich ganz gut, diese abnehmende Mondphase weniger mit Sorgen beschäftigen, sondern unserem Gedanken in anderen Richtung lenken, was im Kartenbild die Dame auch macht.
Neuanfang, Begeisterung, ein neuer Weg. Die Dame steht auch, das heißt die weiblichen Zuschauer, die stehen vor Entscheidungen. Und da erscheint das Buch, ein neues Interesse, eine neue Richtung, vielleicht ein neues Hobby. Und das ist auch die Begeisterung. Und es ist mal schön, in diese Richtung zu schauen. Und welche Richtung schaut der Herr? Da ist noch eine Schlange. Die Schlange bedeutet auch eine weibliche Person. Das muss nicht die Geliebte sein, überhaupt nicht, sondern eine Frau, wo dieser Mann in die Richtung schaut und möchte aber das abschließen, weil da liegt die Sarg. Entweder die Kontakt beenden oder keinen Gedanken über die Vergangenheit machen, sondern das Abschließen. Das kann auch jemand sein, wo vielleicht von Familie oder Bekanntenkreis, wo schon verabschiedet hat und da die Gedanken, das ist natürlich die Trauer. Damit möchte ich nicht sagen, dass jede Einzelne diese Trauer hat, aber durchaus auch möglich, dass in diese Richtung noch Gedanken da sind. Auf jeden Fall ein Abschied, das zeigt klar und deutlich der Karte Sarg an. Was man nicht wahrnimmt oder wahrnehmen will oder nicht glaubt daran, die Ehrlichkeit, die Treue und die Vertrauen und auch mehr Lebensfreude, mehr körperliche Nähe, beiden die Dame, aber auch der Herr verdrängt das bisschen oder fehlt die Vertrauen. Es ist aber sehr schön. Also das sollten wir wahrnehmen, auch in bestehender Partnerschaft, auch bei Wunschpartnerschaft. Die Nähe ist da. Und das sollten wir vertrauen. Auch die Ehrlichkeit und die Treue vertrauen und auch mal zulassen die Gefühle und zulassen die körperliche Nähe. Das ist die Botschaft klar und deutlich im Kartenbild. Und wenn die Damen vielleicht daran zweifeln, weil der Herzensmann vielleicht noch gebunden ist oder noch pflegt die Erinnerungen in Vergangenheit, dieser Bild zeigt an, nein, es ist beendet. Endgültig beendet, das zeigt der Karte Sarg an. Einen Ausgleich brauchen wir, was die Emotionen betrifft, weil die Arbeit, die berufliche Situation kann stressig sein. Es sind auch Sorgen, Schwierigkeiten im Arbeitsplatz, kann auch bedeuten, dass alles zu viel ist und stressig. Und wir fühlen uns erschöpft und müde. Und als Ausgleich gibt uns die Ruhe, die Zuhause. Und eine Reise wäre auch empfehlenswert, weil da liegt das Glück. Und das werde ein schönes Erlebnis sein. Was noch wichtig ist, die Kreativität zu betrachten. Und das in Öffentlichkeit präsentieren. Mutig zu sein und zeigen, was man kann, ein Buch veröffentlichen oder eine Ausstellung organisieren oder mal kreativ zu sein, also unserem kreativen Zeiger in Öffentlichkeit präsentieren, liegt auch die Glück dabei in diesem Zeitraum. Was wir noch befestigen können, weil da liegt auch die Verbesserung, das sind die Finanzen, das liegt auch sehr gut da, das ist stabil, die finanzielle Situation oder kommt Stabilität rein. Wenn ich das zusammenfasse, wichtig zum Erkennen, dass eine Nachricht kommt erst im Wintermonate, was eine große Bedeutung hat. Oder wir sollen erst im Wintermonaten handeln oder in die Zeitraum einen Vertrag unterschreiben, eine Prüfung machen, ein Dokument anfertigen oder eine wichtige Nachricht versenden oder empfangen. Dann auf dem Gesprächen achten. Teilweise ist das wunderschön, herzlich, ehrlich, liebevoll. Teilweise entspricht nicht die Wahrheit. Das unterscheiden. Dann Mann und Frau, weiblich, männlich, sollen sie sich bewusst wahrnehmen. Die Nähe ist da, die Vertrauen und Treue sollte man bewusst sein und mal zueinander zugehen. Bleibe auch der Mann im Bild, aber auch die Frau in diesem Bild soll umdrehen
und der Partner, Partnerin oder der Wunschpartner oder Wunschpartnerin mal anschauen, das ist wichtig. Das sollten wir verändern. Und was unterhalb liegt, was wir gerne verdrängen oder nicht sehen oder nicht wahrnehmen, das sind die Treue und auch die körperliche Nähe und die Vertrauen. Das sollten wir auch wahrnehmen, weil das hilft, die Beziehung zu verbessern oder zusammenkommen oder versöhnen und daran nicht zweifeln. Dann zeigt die Bild an, dass wir zu viel grübeln und Ängste haben oder etwas kränkt uns noch. Das kommt in Ordnung, es ist ein Heilungsprozess und aufhören, zu viel Gedanken machen über die Probleme. In beruflichen Situationen werden Probleme geben, es wird zu viel sein, es wird stressig sein, aber unser Zuhause oder ein Reise oder ein Besuch gibt die Ausgleich. Die Damen treffen wichtige Entscheidungen oder beginnen etwas Neues. Das hat auch mit Lernen etwas zu tun oder kommt neue Hobby, neue Interesse und da ist auch das Glück dabei. Die Kreativität blüht auf und das sollten wir in Öffentlichkeit präsentieren. Die Finanzen werden auch in Ordnung gebracht, weil das ist eine gute Zeit, das zu befestigen, stabilisieren, verbessern. Und das war die Orakel bis zum Neumond, bis zum 18. November. Und dann kommt eine neue Orakelbild, was soll sich vermehren. Und das beginnt dann nach dem Neumond, wenn die zunehmende Mondphase beginnt. Ich empfehle Ihnen noch die Blitzberatungen. Was ist eine Blitzberatung? Das funktioniert per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Stehen Sie vor einer Entscheidung, dann kann ich Ihnen helfen und ein guter Rat ist immer Gold wert. Oder haben Sie schon die Entscheidung getroffen und brauchen Sie die Bestätigung? Dabei kann ich Ihnen auch helfen. Oder haben Sie Fragen, was den Alltag betrifft, wie zum Beispiel: Kommt er zurück? Liebt er mich noch? Ist sie treu? Kann ich diese Arbeit behalten? Soll ich umziehen? Soll ich diese Schulung machen? Bin ich spirituell veranlagt? Werde ich mit meinem Herzensmann zusammenkommen? Werde ich ihn in die kommenden Tagen sehen? Soll ich ihm schreiben? Soll ich lieber warten, bis er schreibt? Hat er noch Kontakt mit dem Ex? Kann ich meiner Kollegin vertrauen? Wie denkt mein Chef über mich? Und. Es sind Fragen, was den Alltag betrifft. Und es sind auch wichtige Fragen. Und Sie können diese Fragen stellen. Sie beschreiben per E-Mail Ihre Lebenssituation, stellen Ihre Fragen. Und ich beantworte diese E-Mails persönlich, natürlich auch blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ich wiederhole mich, aber dieser Satz finde ich sehr wichtig. Ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.